ein Schwein als Haustier haben? Hey, hi und willkommen zu einem neuen Fragen-Antworten-Video mit mir, Lina. Ihr habt mir letztes Mal so viele Fragen gestellt, dass ich sie einfach nicht in ein einziges Video packen konnte. Und deswegen habe ich mich entschieden, einen dritten Teil rauszulassen. Und da die Zahl 3 eine ganz besondere Zahl ist, die in vielen Märchen, Kulturen und Religionen eine sehr große Rolle spielt, ist mir ein sehr komischer Gedanke in den Kopf gekommen. Ha! Und was, wenn das ein Symbol ist und es zwischen mir und einer 3 auch irgendwelche Verbindungen gibt? Wenn man eine 3 umdreht, sieht es aus wie zwei große Pobacken. Das wäre die einzige Verbindung, die ich finden könnte. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. Ich bin voll in Weihnachtsstimmung. Ach, und nach dieser fantastischen Einleitung wisst ihr alle Bescheid, wie ernst unsere heutigen Fragen werden. Nicht? Okay, und jetzt kommen wir endlich zu der ersten verdammt wichtigen Frage, die ich von Jonas Kohl erhalten habe. Weißt du, was S-Sternchen X ist? Ich weiß es. Ach, Jonas, du kleiner Bengel, du hast mich gerade in eine sehr unangenehme Situation von meinen Zuschauern gebracht. Wir haben solche mathematischen Funktionen in der Schule noch gar nicht behandelt. S mal X, Länge mal X. Was ist X? Ich habe keine Ahnung. Aber Leute, falls ihr mal Ahnung von Mathe habt, dann klärt mich gerne in den Kommentaren auf. Dankeschön. Zweite Frage, die natürlich wieder very important ist. Rike 2000 fragt, was sind deine Top 10 der Ausreden für Lehrer in der Schule? Wusstest du, dass ich in der Schule das Genie der Ausreden genannt werde? Nein? Dann pass auf. Wenn ich zum Beispiel keine Hausaufgaben gemacht habe, dann sage ich einfach, dass Dima sie gefressen hat. Und wenn sie es mir nicht glauben, dann zeige ich einfach ein Bild von Dima und dann ist der Zweifel weg. Wenn ihr dasselbe Problem habt, dann schreibt mich gerne privat an. Ich habe noch genug Bilder. Und wenn ihr auch solche Profis mit den besten Ausreden wie ich seid, würden mich eure besten Ausreden, die euch schon mal gerettet haben, sehr interessieren. Schreibt sie unten in die Kommentare. Und wir machen mit der dritten Frage weiter. Melinas Fangirl fragt, wolltest du schon einmal ein Schwein als Haustier haben? Was genau meinst du damit? Das habe ich doch schon längst. Das Schwein. Schweine verbringen etwa 70% der Aktivitätszeit mit Futtersuche. Sie bevorzugen abwechslungsreiche Kost, die nach Möglichkeit wühlend aus dem Erdreich geholt wird. Die Futteraufnahme findet innerhalb der Gruppe gemeinsam statt, wobei eine ausgeprägte Nahrungskonkurrenz vorherrscht. Schweine gehören zu der Gruppe der Saugtrinker. Sie nehmen Wasser durch Eintauchen der Schnauze aus einer stehenden Wasseroberfläche auf. Auch bei älteren Tieren ist spielerisches Verhalten zu beobachten. Und da fragst du noch, die man nicht unter die Pflanze. Oh mein Gott. Ich räume jetzt schnell auf und dann kommen wir zur nächsten Frage. Oh mein Gott, wie kannst du denn nur so sein? Frage Nummer 4. Diabolik Lovers Creepypasta fragt, wenn du dich entscheiden müsstest, würdest du eher mit deinem Ich aus der Zukunft oder mit deinem Ich aus der Vergangenheit reden und warum? Natürlich möchte ich mein Ich aus der Zukunft treffen, um zu sehen, wie ich mich verändern werde, welche Ziele ich erreichen werde und auf welche Fehler ich mich vorbereiten muss, um sie dann ganz easy umgehen zu können. Habt ihr mir das wirklich geglaubt? Ich würde eigentlich nur gerne die Lotto-Jackpot-Zahlen für die nächsten 50 Jahre wissen. Und was sagt ihr dazu? Ein helles Köpfchen. Ein helles Köpfchen? Hm? Itz Xoe fragt, spricht deine Hausspinne auch immer mit dir? Nein, natürlich nicht. Ich bin doch nicht wahnsinnig oder so. Wieso willst du unsere Beziehung verheimlichen? Du verstehst das einfach nicht. Die Menschheit ist noch nicht bereit dafür. Ich habe dich trotzdem lieb. Ich dich auch. Eva Nice fragt, was ist dein Lieblingsgericht? Das kann ich dir leider nicht sagen. Ich bin ja kein Anwalt. Und ja, hallo Eva. Au! Spagat nicht gelungen. Spagat nicht gelungen. Validius fragt, was würdest du machen, wenn Dima und Teddy dich auslöschen wollen, weil sie Agenten sind? Ich bleibe eigentlich in jeder Situation ruhig. Ich bin ja ein liebenswerter und netter Mensch. Aha, ihr Verräter. Sagt es mir sofort. Seid ihr Agenten oder nicht? Nein, nicht ein Unterhosenzieher! Wundert euch nicht, dass Teddy nicht mehr im Hintergrund sitzt. Ich habe ihn ein bisschen in der Waschmaschine gewaschen. Ach Quatsch, ich hab ihn doch lieb. Wartet mal. Hier ist er. Ah, komm her. Kuschel. Hey, fuck you, man! Arisgleek fragt, was sagen deine Eltern zu YouTube? Naja, das ist eigentlich eine ganz lange Geschichte. Ich habe eines Tages meinen Eltern erzählt, dass ich mit YouTube anfangen will. Ich habe ihnen auch genauer erklärt, wie das Ganze so funktioniert und gezeigt, was andere YouTuber so alles auf YouTube machen. Und meine Eltern haben sich das Ganze ganz genau angeguckt, mich angeschaut und Folgendes gesagt. Okay. Und um ehrlich zu sein, habe ich erst ein Video gedreht und dann meinen Eltern gezeigt. Und da sie ganz großes Vertrauen an mich haben, was mich sehr freut, haben sie das Ganze wie ein Hobby angesehen und demzufolge auch nichts dagegen gehabt.
Ende. Be Yourself Forever fragt, schau 180 Grad nach oben und 70 Grad nach links. Fällt dir was auf? Ja, mir fällt auf, dass ich gar keine Ahnung von Mathematik habe. Patrick TV 4212 fragt, wo hast du deinen Bruder kennengelernt bzw. gekauft? Ich wusste, dass es jemand rauskriegt. Ich weiß es noch, als ob es gestern passiert ist. Er wurde mir auf dem Trödelmarkt von einem Vogelverkäufer angedreht. Er hat mir sogar dafür bezahlt, aber erzählt es Dima nicht. Damals hieß er übrigens nicht Dima, sondern Ferdinand. Und danach habe ich ihm die Verhaltensregeln von Menschen beigebracht. Doch ab und zu hat er Nostalgie nach seinem alten Leben und frisst meine Hausaufgaben. Oder macht noch irgendwelche komischen Sachen. Die man nicht schon wieder unter die Blumen. Oh mein Gott! Wie oft denn noch? Nein, zu flacker. Gute Frage, nächste Frage. Xavina Sch15 fragt, hast du ein Haustier? Nein, jetzt nicht mehr. Meine Katze, die viele von euch aus meinen Videos kennen, ist letztes Jahr aufgrund einer schweren Krankheit trotz vieler Operationen auf Dimas Händen verstorben. Und genau an diesem Tag musste ich die 5. Folge TSB für euch filmen. Ich habe mich dann zusammengerissen und mit roten, tränenden Augen folgende Bewegung für mein Kätzchen im Video gemacht. Ich hoffe, dass ihr alle viel Spaß mit diesem Video hattet. Und falls es euch nicht aufgefallen ist, könnt ihr es gerne in der Videobeschreibung finden und nochmal anschauen. Sozusagen als Erinnerung an meine Katze und all die Videos, die ich zusammen mit ihr gemacht habe. Und ja, ehrlich gesagt war es verdammt schwer für mich, da ich mit ihr aufgewachsen bin. Aber dank euch und YouTube fiel mir der Abschied viel einfacher, da ihr mich mit euren lustigen und liebevollen Kommentaren schnell aufmuntern konntet. Dankeschön. Na gut, nach dieser traurigen Geschichte möchte ich das Video mit einer positiven Frage abschließen. Jamila0709 fragt, ist der Mexikaner immer noch in der Ecke? Mexikaner? Welcher Mexikaner? Hola, señora. Und hier seht ihr wie immer ein wunderbares Video von mir und eins von dem Kanal Junggesellen. Er hat seinen Doppelgänger gefunden, also schaut vorbei.